Hi und herzlich willkommen zum Shotcut Beginner's Guide. Mein Name ist Matthias und ich bin Videoproduzent aus der Open Music Academy und wir beschäftigen uns in dieser Lernvideoreihe mit der Open Source Filmschnittsoftware Shotcut. In diesem ersten Video wägen wir zuerst einmal die Vor- und Nachteile von Shotcut ab. Das heißt, wir denken einmal kurz darüber nach, was kann ich alles mit Shotcut machen und was vielleicht nicht. Zuallererst gucken wir uns die Vorteile von Shotcut an. Vorteil Nummer 1. Wie gerade schon erwähnt, Shotcut ist eine Open-Source-Filmschnittsoftware. Das heißt, sie ist für jedermann frei zugänglich und kostenlos erhältlich. Vorteil Nummer 2. Shotcut ist lange nicht so rechenintensiv wie andere Filmschnittprogramme. Denn Shotcut ist eine textbasierte Filmschnittsoftware. Das heißt, ich brauche keine starke Grafikkarte oder keinen schnellen Prozessor an meinem Laptop oder Rechner, um diese Filmschnittsoftware zu betreiben. Jetzt zu den Gründen, warum ich vielleicht eine andere Filmschnittsoftware benutzen sollte. Erster Grund. Und zwar, Shotcut kann keine RAW-Video-Files lesen. Das heißt, wenn ihr in einem Surrounding arbeitet, wo euch öfters mal RAW-Video-Files begegnen, ist Shotcut schon nicht mehr die Software eurer Wahl. Dafür braucht ihr eine professionellere Filmschnittsoftware, um diese Dateien lesen zu können. Grund Nummer 2. Habt ihr einen hohen kreativen Anspruch an euer Projekt und wollt zum Beispiel eine sehr feine und schöne Farbbearbeitung erstellen oder auch mit Animationen arbeiten, dann würde ich euch auch ein leistungsstärkeres Programm ans Herz legen, denn auf dieser Seite ist Shotcut nicht ganz so gut ausgestattet wie professionellere Programme. Jetzt könnten wir noch viel mehr ins Detail gehen und einzelne Aspekte von verschiedenen Softwareformaten vergleichen. Aber für mich das Fazit ist, Shotcut ist eine sehr gute und sehr solide Filmschnittsoftware, mit der ich ohne Wenn und Aber ein Filmprojekt in der Postproduktion umsetzen kann. Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, hey, Shotcut ist genau die richtige Filmschnittsoftware für mich, dann schaltet zum nächsten Video ein. Denn dann legen wir schon ein Projekt an und importieren die ersten Medien. Zusätzlich schauen wir uns noch ein, zwei Kniffe an, wie wir ein Projekt richtig anlegen bzw. die Dateien richtig abspeichern, damit wir ein Shotcut-Projekt unabhängig auf verschiedenen Geräten benutzen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video vom Shotcut Beginner's Guide. Ciao!